Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Konarium ist aus dem PSN Store. Meine Kamera ist schief, sehe ich gerade. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Play it cool. So, vielleicht, so ist es vielleicht ein bisschen besser. Und wieder mittig, so schön. So. Ich werde jetzt hier wieder in 4K aufnehmen, ohne HDR, weil HDR geht nur ohne Kamera. Aber spielen werde ich es mit HDR. Ah, okay. Sagen wir mal 30%. Kurz mal mein Headset. Ihr müsstet jetzt noch Ton haben, hoffe ich doch. Wie so ein Knistern drin. Entweder ist es vom Spiel so gewollt oder. All life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. No more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. Habe ich ein Teil jetzt drauf? Was ist das? Oh, my head! The pain! It is unbearable! Ich kann nichts machen, ich kann mich nur drehen. I'm lost. The pain is subsiding. I thought my head was about to explode. This device, its noises are resonating. In my mind. This device, its noises are resonating in my mind.
this device. Its noises are resonating in my mind. Ach, jetzt kann man hier auch hinleuchten. Ach, da finden wir dann auch was. Nicht mitnehmen, okay. Aber wir wissen, dass wir da ihn haben. This device, its noises are resonating in my mind. Hello? Anybody here? Where is everybody? Locked. Looks like we're having a power problem right now. Nee, hier wollen wir noch nicht raus. Wir gehen erstmal wieder rein. Da waren ja noch mehrere Türen und so. Draußen ist immer nicht so eine gute Idee, wenn man noch nicht alles kennt. So, ich hätte mal die Sachen drehen sollen.
Locked. It's locked. So it aussieht, müssen wir wohl raus. Hier geht's nirgends so weiter. Ja, dann gehen wir doch mal raus. Und wagen uns mal in den Schneesturm. Boah, die PlayStation ist heute wieder laut, ey. Da sind keine Fahnen, da gehen wir über nicht lang. Wir gehen mal da lang, wo die Fahnen sind. Ich kann auch nicht rennen. Doch, mit R1 verdrückt halten. My mind is cloudy. All I can remember is the successful establishment of the Upper Watt Antarctic base. And after that, nothing is clear in my mind. Sehr gut. Die Träne hier. Runter können wir auch nicht. It's easy to get lost in this weather. I'd better stay close to the expedition base.
not safe to go further away from the expedition base in this weather. Müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt die Uhr da unten einsetze, ob da was passiert. Weil sonst bin ich hier echt überfragt, was ich jetzt hier gerade noch machen soll. Ein paar Mal muss man machen, dann kriegt man es auf, okay. Locked. Tank is empty. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Locked. Tank is empty. Tank is empty. Den Tank voll. Tank is empty. Tank is empty. Aber hier ist verschlossen, da kommen wir nicht rein. It's locked. Vielleicht oben was übersehen? Vielleicht wird uns ja jetzt was angezeigt, was uns vorher nicht angezeigt wurde.
Wir wissen ja jetzt, dass wir Benzin mitschleppen müssen. This device, its noises are resonating in my mind. Benzin brauchen wir. Wieder sehe ich den Wald verlotter Bäumen nicht, aber ich habe hier alle durchsucht. Irgendwo. Ich dachte, dass wir hier irgendwie einen Schlüssel finden noch. Leuchtet doch irgendwie komisch. Nee, war nur die Lampe. Tank is empty. Da können wir auch nicht rein.
Ach, toll. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Da war der Benzinkanister die ganze Zeit da. Ich hab den nur nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, hier kommt irgendwo einer, ey. Josie, hol mal dein Englischbuch. Ich muss Seite 229 fotografieren. Da habt ihr Hausaufgaben auf. It's locked. If his coat is just right here, where is he now? Ich habe ein komisches Gefühl. Locked. If his coat is just right here, where is he now? Thank you.
Who are you? I'm Frank. Frank Gilman. Is that so? Is there a problem with that? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by Venerable Dr. Faust himself. This thing is claiming that it's me. That's absurd. Why? Where is everybody? They are here. What? I don't see anybody around. Are you sure? Yes. You're claiming that you are me, Frank Gilman. But you are just a machine. And you are just air. Air? What do you mean by that? It doesn't answer me. What do you know about Dr. Faust? He is the grand mastermind and the pioneer of this expedition. Okay, Frank. Tell me, why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarinauts. Canarinaut? Voyagers beyond. Beyond? What beyond? No answer. Quatschen kann mit ihm? Nee, antwortet nicht mehr. Alter, was für kranke Sachen haben die denn hier gemacht? Locked. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Locked. Locked. Thank you.
Landkarte wäre nicht schlecht. Ach, hier waren wir schon. This is Upuwat Expedition Base. Pequod, please come in. I repeat, this is Upuwat Expedition Base. Pequod, do you hear me? If there is someone who can hear me, please come in. Wenn das jetzt noch in Deutsch wäre, wäre das Some electrical schwer. Condition in the disturbed air seems to prevent communication. Guckt mal, das ist ja gleich hier Gerät wie bei dem. Bei mir, das fällt mir jetzt erst doch, aber ich kann es nicht bedienen. This device, its noises are resonating in my mind. Ich bin irgendwie in einer Parallelwelt oder so. Oder ich glaube nicht, dass ich im Jenseits bin. Keine Ahnung. Wir machen jetzt mal hier einen Abschluss, würde ich sagen. Ich will ja auch nicht zu viel spoilern. So, ist ein Point-and-Click-Adventure, wie ihr gesehen habt. Wir laufen rum, aus der Ich-Perspektive. Na gut, Point-and-Click nicht ganz, aber ihr wisst, wie ich es meine. So an sich, ganz cool gemacht. Ich habe immer, wenn ich da laufe, immer die Angst, dass irgendwo aus der Ecke irgendwo eine Kreatur kommt. Oder irgendwas passiert. Ich denke mal, das ist auch so gewollt von der Stimmung her. Vielleicht kommt sowas ja auch noch, das weiß ich nicht. Das kann ich euch so jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist es ein cooles Spiel, ist cool gemacht, sehr düster. Mit viel Lesen. Also wer nicht so viel lesen will, für den ist es nicht. Wenn das jetzt noch in Deutsch kommen würde, wäre Knorke. Ich bin dann jetzt mal weg. Tochter ist nämlich auch gerade gekommen, da passt das jetzt ganz gut, dass ich jetzt auch Schluss mache, wa, Juna? Wir wollen nicht zu Oma fahren. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wie gesagt, ich werde das in 4K, so wie ich es jetzt hier gespielt habe, in 4K 60 FPS, beziehungsweise bei mir ist hier so ja HDR an. Ich nehme es aber nur in 4K auf, ohne HDR, weil mit HDR könnte ich nur aufnehmen, wenn die Kamera nicht wäre. Und da habe ich auch gemerkt, dass YouTube da dann immer wieder Probleme hat. Erstmal dauert es ewig und 3 Tage, bis es zur Verfügung steht. Und dann meistens ist es halt auch halt ein Bildfehler. Mal geht's nicht. Mal ist das Bild dann nur grün, mal ist es gelb, mal ist es ein schönes Bild. Aber das hängt, also dass Ton und Bild irgendwie asynchron ist. Oder das läuft nicht flüssig, das ist abgehakt, nachdem es bei YouTube oben ist, in der Originaldatei nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. So.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin. Wo ist denn der Ausknopf? Da oben.